Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tamarin, dem kleinen Spiel, oder dem Spiel mit dem kleinen Affen hier. Und der ist so froh und glücklich, dass er schon ein paar Ameisen, ja, abgeballert hat mit seiner kleinen Wasserpistole hier. Eieiei, die Musik hier doch laut auf meinen Ohren. So, ich hoffe, man kann mich im Spiel gut verstehen. So, ich war noch mal ganz kurz rumgelaufen, wo halt eben keine Gegner waren. Da habe ich mir noch ein paar Dinger eingesammelt von den komischen Masken da irgendwie, glaube ich. 15, ich weiß ja nicht, was ich das letzte Mal hatte, wo ich aufgehört hatte. Und ja, oben links habe ich jetzt 10 von 11. Und da weiß ich auch nicht, was ich letztes Mal hatte, aber egal. Denn wir haben ja draußen hin und wieder eine kleine Hitzewelle, sage ich mal, von 30 Grad oder so. Und wenn es halt so warm ist draußen, dann kann ich halt bei mir im Zimmer nicht spielen, weil das dann bei mir drin im Zimmer noch um einiges wärmer ist, also gefühlt. Und man schwitzt dann so leicht und ja, da habe ich ja noch keine Lust, die Konsole anzumachen für ein, zwei Stunden, um ja mal vielleicht zwei, drei Folgen oder so aufzunehmen. So, ich denke mal, das kann auch jeder verstehen. Ich kann halt nur spielen, wenn es halt schön kühl ist und so weiter und ja. Eieiei, aua. Holla, wie weit wir hier. Ist das ein gefährliches Vieh? Oh, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber egal. Wie lange steht er denn da noch? Wow. Käferschrecken habe ich erhalten. Eine Trophäe. Noch immerhin. So, hier ist nichts. Nur das grüne Ding. Bam. So. Und damit habe ich das Tor geöffnet. Mal sehen, was mich denn jetzt hier erwartet. Und hier sind wieder Masken. Ich nenne sie jetzt einfach mal sowas was wie, keine Ahnung, Karnevalsmasken oder so. So, und hier oben ist ein Maulwurf. Genau. Weil den habe ich ja schon von hier unten gesehen. Wer hätte das gedacht? Kleiner Kaiser Tamarin. Deine Sanftmut ist keine Schwäche. Du gibst nur einfach nie auf. Aber der Wald ist gefährlich. Das ist eine Tatsache. Und ich würde dich bestimmt gerne aufmuntern. Könnte ich dich diesmal um einen Gefallen bitten? Ich sammle Sachen. Kleine rote Sachen. Nur ein paar Insektenmarken, falls du damit einverstanden bist. Ein Maschinengewehr, was sagst du dazu? Ja, gerne. Ich habe Maschinengewehr erhalten. Diese Waffe verfügt über hohe Feuerkraft, ist aber nicht sehr genau. Wechselwaffen mit Viereck. Halte zum Scheiß schießen, ja klar, das weiß ich doch. Los geht's, retten wir deine Familie. So, hier geht jetzt. Okay, warte mal, es wurde ja gerade gespeichert. Ich gehe mal kurz raus, weil hier kann ich keine Musik einstellen. Im Dings da. Dazu muss ich hier in den Optionen gehen. Da ist aber keine Musik jetzt. Im Ernst, hier ist. Nee. Nur die Effekte und Lautstärke. Keine Musik einstellbar. Okay, ich drehe mal hier etwas weiter runter. Mach ich das mal so.
Okay, und weiter. Wir haben ja gespannt, wie laut jetzt die Musik ist, weil eben war das richtig laut und ich bin der Meinung, ich hätte die schon mal leiser gedreht. Hei, okay, dann schau mal. Ah, so laut ist ja auch nichts von. Mann, ey. Die Musik ist so laut und dann hört man mich eigentlich gar nicht. So. Okay, Maschinengewehr. Das heißt, jetzt unten geht nur mit von der Feuer auf. So. Das ist die Waffe und das ist die Waffe. So, dann einmal hier gegenhalten. Und jetzt. Okay. Und da ist die nächste Armat. Nein, es sind mehrere. Ja, Kackarm. Oh, die Maske, die Dings, die löst sich ja auf hier. Okay. Nein, ich wollte meine Dings wechseln. So, die blau hätte ich. Okay. Was kommt da für UFOs? Ja, genau. Ui. Du Kackkäfer, du. Oh Gott, ich bin doch von hier. Boah, sind die ja gefährlich hier. Sind ja kaum zu treffen, wenn die sich bewegen. Ich kann die auch gar nicht so richtig anvisieren, ne? Hallo? Wo bist du denn jetzt? Ach, ich habe das Ding getroffen. Okay. Einfach mal so. Na gut. Rein über in die dunkle Höhle. Böse Ameise. Oh, da ist noch eine Kiste. Ah, hier sind die Vögel, oder? Nee, das ist eine andere Höhle. Ich dachte, ich hätte die Höhle gefunden, wo ich letztes Mal die Vögel gesehen hätte, aber nein, das war eine andere Ecke. Okay, lass die Vögel. Oder? So, Moment, Vogel, komm her. So. Und du da oben?
Kann man das auch irgendwie kaputt machen? Und hier, was ist mit dem Vogel? Wie kriege ich den runter? Okay. Da komme ich wieder raus. Warte mal, erstmal die Waffe hier mitnehmen, die Munition. Ui. Wo komme ich denn hier jetzt hin? Ah. Okay, ne, hier geht's auch nicht weiter. Aber wie kriege ich denn hier einen Vogel da jetzt raus? Ich versuch's mal mit der Waffe. Da hat vielleicht die Lampe da was mit zu tun, nee, ne? Ach, das ist ja noch ein Vogel. Ja, aber wie kriege ich jetzt den? So hoch komme ich ja nicht, ich kleine Affe. Nee. Das ist merkwürdig. Ich baller gegen den Käfig und... Nee. Seltsam. Okay. Keine Ahnung, wie der Käfig da kaputt gehen soll, damit der Vogel rauskommt. Ich weiß es nicht. Ey. Lass das mal nach da hinten. Da haben wir gleich zwei von denen. Moment, wo da bist du? Jawohl, frei nur. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Am Wörthersee oder was? Nein. Oh, da sind viele Masken. Die kann ich gut gebrauchen. Maske, 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 Maske. Bam, 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 bam. Okay, jetzt ist die Musik auch irgendwie angenehmer auf meinen Ohren. Da war eben noch ein Stück Ameise. Jawohl. Da läuft noch eine und hier waren Masken. Masken, hallo. Gib mir den einen Eingang hier. So, Schatzi, trag doch eine Maske oder so ähnlich. Eine Maske in deinem Gesicht. Schatzi, trag eine. Hallo. Okay. Trag doch eine Maske im Gesicht, genau. Dann sieht man deine Pickel nicht. Lalalala. Ja. Kannst du gerne mal googeln, wenn du willst, oder auf YouTube gucken. Ist lustig. Irgendwie so Mickey Krause und dann. Weiß ich nicht. Fatty, fängt mir nicht. Nein, ich trage eine Maske oder sowas in der Richtung. Da ist nix.
rein. Oh, der Wald abgeschlossen. Halbe Stunde Gebrauch. Ich habe 7 Vögel und einer ist ja bestimmt der im Käfig, aber anderen wüsste ich es nicht. 7 von 19. Könnte man wieder zurück? Ja, man könnte zurück. Ob man dann noch den Rest einsammeln könnte, weiß ich nicht. Okay, das wäre jetzt hier. Genau, das ist da. Wenn ich jetzt hier gucke. 7 Vögel gerettet eigentlich und 22 Masken und so weiter. Keine Ahnung, ob man... Ja, ja, ich weiß. Ja, das ging aber schnell. Nee, da kommt er ja nicht hoch, der Kleine. Wo bin ich denn jetzt hier? In was für einer komischen Höhle? Nee, es gibt immer noch kein Sprungbrett. Wie kriegt man das denn? Dann komme ich hier ja gar nicht weiter. Ach, hallo. Du hast an der fiesen Ameisenarmee vorbeigeschafft. Vor uns liegt der Freina-Gipfel, ein friedlicher Berg. Du musst in dieser Höhle klettern, um dorthin zu gelangen. Ginge es nicht leichter, wenn dich diese schweren Waffen nicht belasten würden? Kein Frost in sich, aber ein springender Tamarin, das wäre ein schöner Anblick. Oh, bitte, tu mir den Gefallen. Soll ich auf deine Waffen aufpassen, damit... Was macht denn die Katze da? Die pennt immer so komisch irgendwo auf welche Ecken und dann irgendwie irgendwann dann, wenn die so tief schläft oder was, dann fällt sie immer irgendwie runter oder so. Und er rutscht immer von der Kante. Merkwürdig. soll ich auf deine Waffen aufpassen, damit du besser in die Höhe klettern kannst? Was ich mich hinein mache? Aber gut, du siehst freundlich auf, dann aus, dann pass mal meine Waffen auf. Großartig, du kannst ja jetzt jederzeit bei mir abholen, sobald wir an gefährlichen Orten kommen. Soll ich dir erklären, wie du den Berg besteigen kannst? Wie ich Andrea Berg besteigen kann? Ich glaube, das wüsste ich. Siehst du diese Felskante? Aber nicht so schnell hier. Felskante. Halte L2 gedrückt. Ja, genau. Und drücke dann X. Okay, L2 gedrückt halten und X drücken. Wenn ich am Gipfel angekommen bin, irgendwann klettere hinauf und triff mich am Gipfel. Ich werde dich dort erwarten. Okay. So, L2. Jetzt bin ich am Krabbeln, wenn ich L2 drücke. Drücke und halte L2 zum Anvisieren und springe dann mit X. Hep. Okay. Ah. Okay, ganz nah dran, da macht es Kling und dann... Oh, ich habe ihn hochgekriegt. Also den Affen. So, warte mal, hier ist ja noch eine Erhöhung. Ich habe eine Erhöhung bekommen. Nein, oder hier rüber. Na. Okay. Jetzt. Von da aus geht es.
geht irgendwie nicht von jedem Blickwinkel. Wieder ein blaues Licht. Hui! Und dann geht's hier oben raus, oder was? Oh. Neues Team ist außer. Wo ist denn der Gipfel? Nicht so hell hier. Du hast eine Erinnerung gefunden. Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen. Weintrauben oder sowas in der Richtung? Oder sind das... wie heißen die Dinger? Die roten. Radieschen, genau. Oh Gott, wo? Da sind welche zum Einsammeln und da sind einige zum Einsammeln und neue Tiere. Links ist der Berg, rechts geht es zum See. Oh. Ich glaube, die sind auch böse. Das ist nicht deine Früchte oder was auch immer, das sind meine. Moment. Was haben wir denn hier? Halt. Wie komme ich denn hier hin? Nein, wie weit? Was ist das denn? Oh! Ein, was weiß ich, Steinwerfer. Okay. Ja, ich muss irgendwie erstmal Richtung Berg. Oder wo der Typ ist, der mir meine Waffen wiedergibt. Der Dings. Der Maulwurf. Hep. Und hep. Ich sagte hep. Ah. Okay. Nein, du kriegst mich nicht. Nochmal hier hep. So. Geht das hier auch so? Hep. Okay, das war jetzt auch wieder eine Frucht oder so. Da hinten ist eine Schlange. Zaun im Wege. Moment. Bist du eine Schlange da hinten oder was ist oder? Ja, ne? Für den Regenwurm siehst du zu grün aus. Ist hier was? Nein, hier kommt kein. Ja. Ich glaube, schwimmen kann ich nicht, ne? Bam, 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 bam. Moment. Da ist auch noch einer, das ist auch ein Käfer. So viele Käfer hier und keiner fährt. Was? Ne, hier ist auch kein Maulwurf. Mauli, wo bist du? Wo ist mein Freund der Maulwurf? Hab da. Oh, oh, Vorsicht. Kiste? Nein. Aber da. Berg. Fahr nicht ins Wasser. Das war ich ja von eben mal. So. Ach, Maulwurf, wo bist du denn? Ich brauche meine Waffen. Für die Käfer hier. Und bestimmt für die Schlange. Oh. Wer klappert da so spät mit der Klapper rum? Das ist die Klapperschlange. Wenn die mich beißt, falle ich um. Die lässt mich doch nicht durch, ne? Au! Okay. Hätte ja sein können. Aber ne, habe ich schon geahnt, dass das kommt. Um da vorbeizukommen, brauche ich die Waffe. Wo ist denn mein Maulwurf? Mein Freund.
Hier lässt er sich nicht blicken. Dabei ist er doch gut beim... ja. Wo ist meine Mauer? Wo? Dann gucke ich doch mal hier beim Haus. Vielleicht wohnt er ja da drin. gut, komm her. Machen wir das mal. Oh Gott, drei Stück entlockt. Ja, und ein Käfer oder so. Gut. Warum ist der Käfer da ist? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. der passt auf die Vögel auf oder was? Das kann gut sein. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter. Oh je. Gefährlich die Ecke hier. Steinwerfende Gegner. Vorsicht. Krabbelkäfer sind noch okay, aber Steine werfen den Gegner. Hep. Und hep. Oh je, komme ich da rüber? Also, vielleicht mit dem Fehlanlauf. Hep. So, was haben wir denn hier? Backflip, halte L2 und X gedrückt, also so, er halte da und X. Guti. Hoppala. Kommt ein Käfer geflogen. Wo ist denn mein Maulwurf, Mensch? Oh, drei Gegner, die werfen. Ist das nicht unfair? Hallo, Maulwurf. Halte Dings an. Ja, ja. Aber nicht hier. Da hinten ist was zum Einsammeln. Oh, und die Sonne geht an den Bergen unter. So, 3, 2, 1, hopp. Und hopp. Huch. Was willst du mir sagen? Hep? Nee. Komme ich auch so nicht hoch. Hep. Aber auch von hier. So. Ja, warum flattest du hier rum an der Stelle? Merkwürdig. Käfer, 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 Käfer. Oh. Steine werfende Gegner. Wo ist denn meine? Ja, ja, na gut. Hallo? Nein. Ein Haus der Zwerge oder was? Nein. Alter, wo ist denn der nächste Maulwurf?
Ich weiß es nicht. Hallo? Wieder neue? Okay. Ich hab's heute hier mit den Vögeln, ey. Aber wo ist mein Maulwurf? Oh, das ist ein riesiger Gegner. Bist du hier? Nee. Sah nur so aus. Ich weiß nicht, wo der ist. Ist da unten eine Höhle? Ja gut, aber da ist ja auch Wasser. Ah, da. Aha, komme ich von der Seite. Interessant. Aber ich habe immer noch nicht meinen Freund gefunden, meinen Maulwurf. Ich glaube, dass ich die Waffen genommen und abgehauen. Jetzt untergetaucht. Dann mache ich jetzt eine, keine Ahnung, einige auf Mafia oder was weiß ich. Der ist bestimmt oben auf dem Berg, ey. Oh. Lass mich. Okay, gleich zwei von den Dingern. Hep. Hep. Und hep. Guter Affe. Oh. Ja, Menno. Aua. Okay. Da bist du ja. Ich habe dich schon erwartet, Jon. Ich habe dich schon längst gesucht, Mann. Aber ich habe mal davon gedacht, dass du hier oben bist. hilfloses kleines Tierchen. Nein, 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 bist du gar nicht. Ich kann dir sagen, ich habe mich schon so lange nach roten Bären gesehen. Ach, das sind rote Bären. Okay. Es wird eine lange Reise werden. Ja, das glaube ich auch. Du könntest mir nicht zufällig welche besorgen? Kleine rote Johannisbeeren? Naja, ich habe 52. 20 willst du haben? Okay. Kriegst du hier, bitte hören. Du hast das Sprungbrett aktiviert. Ah ja. Springe mit X darauf, um hochgelegene Orte zu erreichen. Ja, hier können wir überall springen. Und ganz am Anfang gab es auch noch so das eine oder andere Brett hier. Und so weiter. Ich springe einfach drauf und in die Luft geschleudert, jawohl. Okay. Weiter zur nächsten Mission. Die verlassenen Ruinen da drüben, wenn du wirklich denkst, dass sie verlassen sind, denk lieber noch einmal nach. Unter der Erde, dort haben die Insekten früher gelebt. Von unten heraufkriechend hat sich das Insektenkönigreich stetig ausgedehnt und sehen sich immer noch, sehen die immer noch nach mehr. Ohne Rücksicht auf andere Lebewesen konsumierten, eroberten und beherrschten sie alles und begannen schöne Orte und Tiere auszulöschen. Wir können ja nicht zulassen, dass uns das auch passiert, nicht wahr? Oh Gott, gleich zwei von den Riesenameisen hier. Aber mal, aber bei meinen Starren. Ich bekomme kalte Füße. Was machen die denn da? Vielleicht können die Glühbirnen dir einen sicheren Weg in die geheime Welt der Insekten zeigen.
bisschen so geheimnisvoll und erhellend. Sie sind sie nicht auch Insekten? Das frage ich mich. Also geh und schau dich in den Ruinen um. Wir treffen uns dort wieder. Tschüss. Es wird gespeichert. Okay, dann beende ich jetzt mal die Folge und das nächste Mal gehe ich dann hier ins Loch, Höhleneingang. Springe in Richtung der Stange, drücke L, um nach unten zu gelangen. Gleiten. Okay, ich springe an meine Stange, aber das mache ich dann nächstes Mal, Leute. Dann macht das mal gut und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.